Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch mal ganz kurz und knackig erklären, wie man den Flächeninhalt eines Kreises ausrechnen kann. Ja, erstmal um kurz zu sagen, was der Flächeninhalt ist. Das ist der Teil, was alles hier reinpasst. Stellt euch vor, ihr habt den Kreis jetzt in echt und dann rechnet man aus, wie viele Flaschen da reinpassen. Wir rechnen das aber in dem Format Quadratzentimeter aus. Ja, was ihr dafür alles braucht, ist nur der Radius. Also den Teil, der von dem Mittelpunkt des Kreises zur Außenlinie geht. In dem Fall hier bei mir von 0 bis 3,5 cm. Also dieser Teil hier. Das Ganze hier ist der Durchmesser, wir brauchen aber nur einen Radius. Wenn ihr in einer Aufgabe nur den Durchmesser gegeben habt, dann rechnet ihr erstmal d durch 2, also den Durchmesser durch 2, dann habt ihr den Radius. Bei uns ist also der Radius 3,5 cm. Dann schreiben wir uns das Ganze erst einmal hier auf. R gleich 3,5 cm. So, nun schreiben wir einmal die Rechnung auf. Und zuerst einmal die Formel G für Grundfläche gleich. Und dann schreiben wir R zum Quadrat, also hoch 2, mal Pi. So, anschließend setzen wir mal unsere Zahl hier ein, also 3,5 cm. Und jetzt müsst ihr einmal aufpassen. Jetzt müsst ihr nämlich eine Klammer setzen hier in der Aufgabe und dann zum Quadrat machen. Denn wenn ich das nämlich nicht machen würde, dann wäre es nämlich Quadratzentimeter. Wir wollen aber die 3,5 cm zum Quadrat nehmen. Deshalb kommt das in die Klammer. Dann schreiben wir noch mal Pi hin. Und nun rechnen wir das Ganze am Taschenrechner aus. Ich habe jetzt meinen iPod. Wir nehmen jetzt 3,5. Erst hier hoch 2 und dann mal Pi und dann kommt raus 38,48. Wir schreiben erstmal gleich 38,4845 Punkt Quadratzentimeter und das sind ungefähr 38,48 Quadratzentimeter. Ja, das war schon von dieser Rechnung. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Es ist eigentlich ganz simpel. Radius hoch 2 mal Pi und eben dann hier aufpassen, dass ihr die Klammern setzt, weil ihr sonst Quadratzentimeter mal Pi rechnet. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!